Warten auf Softpower. Okay, Tacos. Wenn Eliphas sich wieder zeigt, dürfen wir nicht zulernen. Was sollen wir denn mit Eliphas machen? Sollen wir ihn ein einfach töten? Platzierter Schuss wird ihn diesmal endgültig beseitigen. Vor allem ein Schuss, wie es wir hauen, hat zigtausend Mal drauf. Aber er braucht einen. So wie ich. Ich sah ihn in Fetzen gerissen. Tja, den hält er sich aber sehr gut. Über den Tod hinaus. Seelen sind Spielzeug und Währung zugleich im Warp. Eliphas Fleisch mag gestorben sein, aber seine Seele wurde unter Dämonen verhökert. Cool. Sie haben seinen Körper ich tausche eine Eliphas-Seele gegen ein Glas Wein. Es ist wahrscheinlicher, dass sein Tod nur Betrug war. Eine Maske für seine Flucht von Kronos. Warum noch da? Das war ja. Gut. Auf jeden Fall spricht das für Eliphas Macht. Oh, okay. Jonah. Oh, wieso? Haben wir irgendwas Neues gefunden? Oh. Er fordert eine Korruption von 3 oder weniger, die Klinge, die wir gekriegt haben. Naja. Bitte zuhören. Verringert geringfügig die Energiekosten der Fähigkeiten, sowie die Abklingzeiten der bei korrupten Fähigkeiten, die andere Fähigkeiten. Ey, die korrupten Fähigkeiten haben eine geringe Abklingzeit jetzt. Ne? Hast du gehört? Mhm. Und ich glaube, wir werden jetzt erstmal unser Inventar hier aufräumen. Das sieht ja aus. Das sieht ja aus! Ja, das können wir nicht so lassen, ne? Also? Wir räumen auf. Pause. Pause. Nee, wir räumen auf. Wir haben keine Pause. Nee, keine Pause? Nein, keine. Für uns nicht. Also, bis gleich. Für uns nicht. So, Leute. Nein, so ich hab das, cool. Ich hab euch das Reisen erspart. Und wir machen hier optionalen Einsatz. Die Eldar sind wieder da. Wow, schneller Multimelter kriegen wir auch, guck mal. Sie haben sich dort versammelt, wo die Schlacht gegen die Tyranniden stattfand. Krass. Hätten wir vielleicht doch auf Fernkampf gehen sollen. Oh, Goku, Tacos darf nicht eingesetzt werden. Unklug. Verfolgen und auch okay. Wir nehmen ihn dann. Thule? Ja, nimm Thule. Was wissen wir über diese Kraft der Eldar? Nämlich Thule, ja, aber im Fernkampf, Thule. Oder? Wir haben ihn doch auf Nachkampf jetzt. Sonst kann er im Fernkampf aufballern. Ich weiß nicht, musst du jetzt entscheiden, wie du machst. Ist egal. Musst du dir entscheiden. Nö, es passt besser bei dir. Sie müssen mit Antigravpanzern und Läufern sowie mit Infanterie der Xenos rechnen. Jo. Und hier, die Zerstörung des Blood Ravens Monument oder Blood Ravens Monuments korrumpiert eingesetzte Trupps. Ja, das machen wir sowieso kaputt. Was hat der Kampf gegen die verändert? Der los geht's. Ist weiterhin eine Wüste, nee, warte, ich höre hier noch was an. Also, achso. Die Blood Ravens haben ein Denkmal für jene. Und dann höre ich noch Avitus, was der zu sagen hat. Im Kampf gegen die Tyranniden gestorben sind. Es steht der hat bei mir gar nicht zu sagen, Avitus, oder meinst du Tacos? Bei mir steht da Avitus. Geil, da ist, Tacos hat einen Kommentar zu diesem Auftrag, ne, und der ist bei Avitus bei mir. Das Symbol. Tempel von der Xenos-Seuche zu befreien, wäre sehr hilfreich, Kommandant. Das ist geil. Auch wenn die Verräterlegionen uns angreifen, müssen wir uns den Eldar stellen. Ja, klar, stellen wir uns den Eldar. Bedenken Sie, dass Sie die Orks für die Rüstung manipuliert hatten, um ganz Meridian zu zerstören. Ich schulde Ihrem Volk noch Blut und Vergeltung. Ach ja, und wenn wir das Monument zerstören, gibt es auch irgendwie einen guten Ausrüstungsgegenstand. Ich glaube, Faust oder so, ne? Kann sein. Terminatoren-Faust kann es sein. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, da gibt es Schild und Hammer. Ich weiß es nicht, was da rauskam. Irgendwas. Aber irgendwas gibt's da für Terminatoren. Der direkte Weg ist nicht immer der klügste. Doch. Mit Terminatoren schon. Ja. Dann. Hier, finde ich, haben sie den Kane richtig gut gemacht Avatar. Auf dem Bild, oder? Der Avatar des Kane, der sieht richtig geil aus hier. Mm. Mit der blutigen Hand des Kane. Ja, naja, aber Avitus und Thule sind wieder dabei. wie beim letzten Mal. Pass auf, ich sterbe wieder mit der ersten 2 Minuten. Aber ey, sag mal, wie viel korrumpiert Tacos eigentlich, wenn er da, plus drei wenn er nicht mitmacht? Plus 3. Na, ist noch besser. Ist besser. Das Monument. Monument Valley. Was zerstört wird. Aus Versehen. Es riecht schlimmer als auf Meridian. Es riecht. Thule hat bestimmt gefurzt. Für mich nach Ruhm. Konzentrieren Sie sich auf die Xenos. Jetzt weißt du, wie Thules Cybert läuft, ich kann nur noch das eine machen. Ich kann nur noch Härte machen. Ja. Jetzt weißt du, wie Thules Cybert läuft, ne? Mit Biogas. Hm. Das qualmt immer bei ihm da hinten raus. Oh Gott, jetzt reicht das, was ich schon gesagt habe hier. Oh, Eldar. Ja.
Ja, ey, das sind... Ist das Bell. Guck mal. Naja, ich hab eine bessere... Sengende Laserkanten. Stimmt. Oh, was kommt da an? Nette Phantomlords. Und Nahkampf. Los, hau rauf. Sprungmodule im Einsatz. Wow, die gingen wir jetzt schnell runter, oder? Atula hat aber die Fähigkeit zu den Waffen, die ist übrigens cool. Wie zu den Waffen, was macht Beleben das? Sie Einheiten, die außer Gefecht, beleben Sie Einheiten, die ja, außer nee, Gefecht sind, nach einer kurzen Verzögerung. Nach einer kurzen Verzögerung ziehen Sie sich zu Tules Position zurück oder so. Zu Tules Position. Da, los! Oh, guck mal, da gibt's sogar was einzunehmen. Ja, machen wir, ne? Ja, klar. Oh. Der Feind ist hier, Kommandant. Jump rein. Die Elder greifen uns an. Und, aus. Tule, komm. Oh Gott, auf Thaddeus geht gerade alles. Du hast gerade, glaube ich, Thaddeus den Arsch gerettet. Aha. Ab und zu kann kaum mal was. Los, entzieh den anderen Energie und Poker. Tja, so viel zum Sterben, ne? Ich kann gleich wieder die Truppe dazu holen. Ah, ist das schön. Das ist eine der geilsten Fähigkeiten, wenn man korrumpiert. Was ist das? Alter, was ist das? Alter, ist das ein... Das ist ein Schwert, ein Energieschwert. Korrumpierendes Energieschwert. Krass, das kriegt Thaddeus. Der kriegt jetzt sowieso eine Terminator. Scheiße, oder? Aber... Oder du gibst die Avidos. Ja, dann kann Tio erstmal Avidos haben. Thaddeus ist noch ganz in Ordnung. Also er hält noch ziemlich viel aus, würde ich jetzt mal sagen. Oder was meinst du? Den hast du auch erstmal wieder ein gleich. Oder möchtest du den nicht haben? Doch, klar. Nehme ich mir noch die... Ja, gucken wir erstmal, ne? Für was wir hier alles noch kriegen. Ja, erstmal gucken. Wir müssen die besten Optionen abwägen. Und Jump. Sprungmodule im Einsatz. Was ist das hier? Warte, das Haus mache ich kaputt. Spring du da hinten in die Masse. Niemals. Ich kann nicht springen, Moment. Na, oder so. Oh Gott, zwei Phantomlords. Phantomlord. Oh Gott, das wird mies, das wird mies. Nahkampfschaden weg. Oh fuck. Los, das schafft ihr. Ach, erstmal ist die Stimme ganz kalt. Gott. So, immun gegen Fernkampfschaden. Ja, gut, aber die Phantomlords machen ja schön Nahkampf. Leider ist meins jetzt abgelaufen, glaube ich. Imperialen Soldaten nennen diesen Ort Gabriels Wunder. Gabriels Wunder. Die Ehre gebührt dem Imperator. Captain Angelos wäre der Erste, der das sagen würde. Ja, echt. Thaddeus hier! Thaddeus ist fast doof, übrigens. Scheiße. Thaddeus ist tot. Ja, warte, ich kann ihn nachher wiederbeleben. Lass ihn liegen. Oh, oh. Oh, oh. Ja, lauf zurück. Ich kann mich doch heilen und daneben beischießen. Echt? Na klar. Achso, stimmt, tu du jetzt, ne? Wie er da reinbolzt. Verstanden. Jetzt noch den Special hinterher. Ja, klar. Und Thaddeus hat volle Truppenstärke. Ist einfach überpowered. Guck mal, Thaddeus hat volle Truppenstärke. Naja, so muss es sein. Der ist gerade aufgestanden auf volle Truppenstärke. Das ist einfach nur Hammer. Ah, ich hätte ja auch diese Fähigkeit machen können. Zu den Waffen. Aber ich muss mich erstmal heilen. Nö, nö. Da hätte er nicht volle Truppenstärke gehabt, oder? Der hätte sich zu mir zurückgezogen. Mit voller. Ich denke doch. Sicher? Neuer Einsatz! Vernichtet sie! Oh, klopft gerade. Kann ich mal fix Pause machen? Ja. Entschuldigung Leute, aber es kloppt. Also ich mache ja kurz Schnitt.